Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 Multiplayer auf der Südhermann in der Version 10 mit dem Ansgar von Nordrhein-TV Play und dem Sachsennetz Player. Hallo. 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 Wo verkaufen wir denn das Saatgut? Lass mich kurz gucken, ob ich da was finde. Darf ich ganz kurz reinhüpfen, damit ich das Symbol erkenne? Bitte. Aha. Das macht es nicht einfacher, glaube ich. Ich habe es nämlich in der Liste, in der Verkaufsliste irgendwie nicht gefunden, aber vielleicht habe ich es auch. Bin mir ziemlich so viel sicher. Bin mir ziemlich sicher, dass man Saatgut verkaufen kann. Aber wo? Moment, wir haben da hinten eine Tafel, lass mich mal da nachgucken. Zip, so. Saatmixer, Düngermixer. Kann das jetzt gar nicht sagen, ich find's nicht. Schlecht. Das ist absolut richtig. Beim Landhandel? Warte, wie viele Verkaufsstellen haben wir hier? Krautsalat, Speiseöl, Mehl, Pflaumen, Zucker, Sand, Kompost, Bier, Kuchen, Brot, Schnaps, alter Schwede. Wie weit ist denn der Landhandel weg von hier? Weiß das jemand? Der Landhandel? Landi heißt er. Ich würde tatsächlich mal beim Landi probieren. Fahren wir doch mal zum Landi. Ah, da oben, okay. Ja. Sonst wüsste ich jetzt auch nicht, wo. Das würde mich jetzt aber schwer wundern, wenn man das nicht verkaufen könnte. Auf jeder Standard-Map kann man das verkaufen. Wissen wir eigentlich, ob unsere Kühe jetzt bessere Produktivität haben? Die waren bei 70% das letzte Mal, als ich geguckt habe. Oh, die sind jetzt bei 100%. Ah, das ist gut. Kraftfutter fehlt. Kraftfutter, dafür haben wir ja gemäht. Ja, sehr gut. Wenn wir Silage da jetzt in den Dings füllen, dann haben wir ganz viel Kraftfutter. Ist das schon, fertig? Weiß er das? Das geht relativ fix. Kann man bestimmt schon abholen, ja. 3300 sind fertig. Das ist nix. Das ist ein Händchen voll. Also ein großes Händchen, aber ja. Haben wir eigentlich noch irgendwo Stroh? Nee, ne? Können wir eigentlich spulen oder wie sehe ich das? Stroh haben wir im Lager massiv. Warum haben wir das nicht in den Komposter? Kompost können wir verkaufen, hundertprozentig. Boah, ich hab's halt erstmal. Wir hatten letzte Woche uns geeinigt. Achso, wir hatten uns nicht geeinigt auf ein Lager. Wir mussten es einlagern, weil voll überall. Ah, das kann sein. Das stimmt, da hast du recht. Und theoretisch können wir spulen, weil die Felder sind fertig. Ja, meinetwegen. Ich habe nichts dagegen. Ja, dann spult doch mal. Ich will Zwiebeln ernten. Dann spult doch mal. Jedenfalls bis zur nächsten Wachstumsstufe, ne? Oh, okay. Weil wir müssen ja dreimal düngen. Wow, Randy. Was? Wenn ich auf die Karte gucke, glaube ich, dass der Fluss, der durch diese Stadt hier läuft, Sachsennetz Player heißt. Weil du genau beim Fluss unten stehst. Ja, das stimmt. Aha, okay. Dann versuchen wir doch mal unser Glück hier. Versuch mal. Beim Landi. Saatgut wird hier nicht angenommen. Oh nein. Das ist schlecht. Was ist das hier? Nee, Speiseöl ist nicht das gleiche. Geht nicht. Nee, vielleicht beim Güterbahnhof? Da gibt es gibt's noch ein Reifeisen oder sowas? Reifeisen, die ist ein Stückchen weiter oben. Moment mal. Das ist Raffinerie, oder? Stimmt, hast du recht.
Brennerei, Konditorei, Obstfarm. Nach Hackschnitzel. Gartencenter. Ja, vielleicht Gartencenter. Gartencenter ist auch eine Ablagestelle. Ich hab schon dran gedacht. Ja. Machen wir doch mal zum Gartencenter. Oh, die haben Rasenmäher im Angebot. 4 Stück stehen hier. Leitern, Tannen, Palmen. Alles haben die hier. Das ist ja wunderbar. Aber kein Schnäpschen. Achso, Randy, haben wir etwas auf die 43 angesät jetzt? Das sind die 43. Da, wo dieses Gestänge ist. Ja, da dürfte wieder Hopfen drauf sein. Jedenfalls wurde es mir so angezeigt. Wenn nicht, ist es leer. Es ist leer. Hopfen könnte auch schon mal jemand zur Brauerei rüberbringen. Mach ich. LKW, komm ran hier. Ach, was mir gerade so einfiel, wo ich vor meinem Geburtstag nochmal die Oma und die Mutter besucht hatte, hat meine Mutter mir noch eine lustige Story erzählt, weil die hatte eine alte Klassenkameradin von mir getroffen. Und mit noch einer, die damals, oh, lass mich lügen, 3-4 Klassen unter mir war. Oder? War das 3-4 oder 2 Klassen? Ach, irgendwie sowas in der Art. Hat die halt aus Zufall getroffen, wo sie irgendwo in der Stadt unterwegs waren, weil die irgendwie an der Bushaltestelle ihr Leben gechillt haben. Ja, und die fand ich auch, das waren ziemlich interessante Gespräche, weil alle beide hatten sie ihr Kind dabei. Die eine durfte jetzt so, ich glaube ich bin 24, also die eine durfte 23 sein, meine ehemalige Klassenkameradin, und die andere lass die 18 sein, 17, 18 circa, so in der Richtung. Ja, und die hat auch gesagt, das waren sehr interessante Gespräche. Bete ihr Kind dabei, haben sich auch Bete darüber unterhalten und auch über die Macker, die weggelaufen sind. Ja, da meinte sie, sie ist sehr zufrieden bei mir, dass ich nicht so eine Scheiße gemacht habe. Hab ich gesagt, habe ich gerne gemacht. Bin mir gerade noch im Kopf an. Und falls irgendjemand von den beiden irgendwann mal diese Videos sieht, dass sie sich gedisst fühlen sollen. Der Randy, ne? Der musst du noch sein, ne? Ist ein Casanova, ey. Ich sag mir, nö, ich find's halt nur verdient. Aber verdient für wen? Das ist die Frage. Für dich selber. Weil mit der Ehen, das war ja meine Ex-Freundin vor mittlerweile doch... Achso, das hättest du dazu sagen müssen. Ah, das ist natürlich was anderes. Ja, sie hat's verdient. Aber sowas von. So vor 8-9 Jahren oder so, keine Ahnung, wie lange das jetzt her ist. Ich glaube, da war ich 8. Klasse oder so, oder 9. Klasse, das könnte 9. Klasse gewesen sein. Ja, es ist halt. Nee, es ist aber halt so das Typische, was wir schon öfter sehen, ich glaube auch schon bei euch hier. Hat gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, du kommst aus der Schule, hast keine Ausbildung, weißt aber, lässt sich schon schwängern. Weißt du, keine Ausbildung gekommen, dort hast du aber ein Kind, weißt du, und sowas ist halt. Und jetzt auch nicht so aus, ups, es ist passiert, sondern halt aus purer Dummheit. Weißt du, und. Das sage ich mir immer nur wieder, ja, verdient. Das ist halt dann aus eigener Dummheit. Weißt du, was das Schlimme daran ist? Die Kinder tun mir leid, ja. Richtig, genau das ist das Schlimme daran. Die Kinder tun mir leid, ja. Für die tut es mir natürlich nicht leid. Das war jetzt, das ist Wahnsinn. Wenn ich jetzt auf meine Klasse zurückblicke, also ich glaube, bis auf eine, was meine beste Freundin damals war, hat es irgendwie keiner geschafft. Was alle hat sie denn geschafft? Oder was hat sie denn naja, geschafft? Ja, sie hat. Ja, das. Ich weiß, es wird sich. Also, es sollte irgendwann mal Klassentreffen sein, ich komm nicht. Aber. Ich komm nicht. Aber, ja, was sie ist geschafft? Die hat mit mir zusammen dann auch die Ausbildung gemacht, ne? Die ist auch in den Einzelhandel halt gegangen. Und die hat das auch durchgezogen, die hat das ordentlich gemacht und die arbeitet jetzt, gut, ist jetzt auch, wäre jetzt für mich auch nicht der Erfüllung des Lebens, aber die arbeitet jetzt für irgendein Premium.
Supermarkt arbeite ich jetzt halt an der Kasse und halt so, ich glaube, irgendwas mit stellvertretender Marktkleidung oder irgendwas. Die hat es halt geschafft, so. Ja. Was ist, die hat es geschafft, die hat es ordentlich gemacht, die hat was draus gemacht. Ja. So, und ja, gut, meine Geschichte halt noch, die ich ja jetzt selber nicht erzählen muss, aber so der Rest. Ja, aber das heißt ja, du bist ja über alles informiert, was passiert ist, oder? Über naja, alle deine Mitschüler. Nee, dann nicht über alle. Na, was ist informiert? Ich gucke vielleicht in einem Jahr. Ja. Zweimal bei Facebook gucke ich mir einfach die Accounts von denen an. Ja. So. Weißt du, und kleine Stalker da, unter uns. Na, nicht Stalker. Einfach nur, weil Facebook so der Meinung ist, ey, kennt ihr euch, befreundet euch. Ne, so ein Sackgang halt Ewigkeiten. Wir werden so viele Leute von dir und oder auch von dir vorgeschlagen, die mit euch befreundet sind, aber ich die nicht kenne, ob ich die nicht hinzufügen will. Ja, ja. Facebook geht einfach davon aus, dass man sich immer trifft mit den Leuten und dass man sich da kennenlernt und so weiter. Bescheuert halt, weißt du? Und da gucke ich so im Dings rein und das Problem ist ja, das sind halt solche Leute, denen kannst du sowas von Datenschutz, brauchst du dir nicht zu erzählen. Die fragen, was ist denn das? Sollst du da irgendwas noch vorlegen, weißt du? Die posten und präsentieren halt alles, inklusive Standortübermittlung. Und das heißt, wenn ich da im Jahr zweimal reingucke, und dann sehe ich halt, ja, hier hingezogen, ja, Ausbildung war scheiße, tja, jetzt bin ich erstmal wieder daheim, oder ich überlege mir vielleicht doch mal eine Ausbildung anzufangen, oder, ja, bin gerade wieder draußen, gucken, was ach, das für mich bereithält, weißt du, und sowas halt. Da denke ich mir, auch wenn du, ja, irgendwie, trotz all dem hast du dann, bist du immer besser weggekommen als der Rest. Da ist halt die Frage, ob man sagen möchte, dass die Latte nicht besonders hoch liegt, weißt du? Das, ja, die Latte bei denen lag wirklich nicht besonders hoch, sagen wir es mal so. Also es ist keine Kunst, sagen wir es mal so. Ja, ja. Kinder haben sie ja, da muss die Latte ja bei irgendwem hochgelegen haben. Oh. Ansgar. Aber das mag ich, wenn Ansgar sowas macht. Das ist nämlich viel zu selten manchmal. Selten, aber wenn, dann richtig, ne? Ja, ja. Ah, ne. Ah, ne, aber wie gesagt, also die eine, die wir bei uns noch drin hatten, den Bruder kenne ich sehr gut. Der hat halt auch so, der hat auch zwar zwei Anläufe für eine Ausbildung gebraucht, aber der hat dann ist glaube als Koch ist dann gegangen. Den hatte ich dann mal so vor 2 Jahren getroffen. Und da hatten wir uns halt auch über seine Schwester unterhalten und er meinte, ja, ne, die chillt halt in Leipzig bei ihren Lörfer ab, weißt du, und denkt nicht mal an Ausbildung, ne, Hartz IV, der Tag gehört dir. Wo ich mir so denke, jo, alles richtig gemacht. Die andere ist nach Berlin gezogen und hat mittlerweile auch ein Kind. Meine Ex, ja, die hat sich dann irgendwie in der Berufsschule, die hat ja eine Ausbildung als Erzieherin angefangen, dann hast du ja erstmal 2 Jahre wie ist denn das? Vorstufe für Erzieher. Sozialassistentin, 2 Jahre und dann hängst du nochmal 3 Jahre Erzieher dran. Oder Erzieherin in dem Fall. Ne? Aber du brauchst erstmal diese 2 Jahre Sozi-Kacke da. Und in dem Zeitraum, ich glaube, im ersten Jahr hat sie sich schwängern lassen von ihm. Der war dann irgendwie ein halbes Jahr da und dann war er weg. So, die andere ist obdachlos geworden. Die chillt auf der Straße. Der andere war im Knast. Der andere macht irgendwas in Bayern. Irgendwelche Aktivitäten, aber gut, der kann nichts dafür, der war halt eingeschränkt. Die andere macht auch nichts und die andere arbeitet in der Behindertenwerkstatt. So. Und dann durfte ich alle, ja, und dann habe ich alle durch. So, da ist jetzt nicht viel dabei, wo du dir sagen kannst, da ist was draus geworden. Ja, gut. Weißt du, dann denke ich mir schon immer, da bin ich mit meiner Richtung YouTube oder wie ich das halt hier so handhabe, es ist immer noch sinnvoller, als wie was der Rest irgendwie macht, wenn man sich darüber definieren will. Ja. Ich meine, mir ist ja besser, als gar nichts zu machen, ist ja wohl alles, also. Ja, ist richtig. Aber von daher, da denkt man sich halt auch, warum eigentlich? Das war halt damals, also bei manchen hast du schon damals gesagt, alles klar, da wird nichts draus. Aber bei anderen denkst du dir auch schon, wie schafft man das? Gerade das mit den Kindern verstehe ich nicht. Da haben wir auch ganz kurz einen gehabt. Da haben wir, ich mit ein paar Kollegen gesagt, der wird nichts. Der kann nichts, der schafft nichts. Vergiss es, der kann es abschreiben, ne? Weißt du, was der jetzt macht? Der ist jetzt Betriebsleiter eines riesengroßes Lebensmittelunternehmens. Hat ein Firmenauto, 2.500 Euro netto im Monat und Freitagmittag Feierabend.
Kann man machen. 2500 netto? Ja. Okay. Also finde ich jetzt nicht so schlecht. Der ist nicht schlecht, aber ist okay. Werner, du kennst dich auch mit der Map ein bisschen aus, oder? Wie man gesehen hat, eher nicht. Oder hast du deinen Saatgutverkauf bekommen? Ja, habe ich. Ah. Seht man ja oben. Beim Gartencenter. Ich kenne mich auch. Ja, bitte. Wir haben jetzt 77.000, das heißt, wir können gleich drei Gabelstapler. Okay, lassen wir das. Was? Aber, Time is over. Schau doch mal bitte kurz in den Johnny. Wie kann ich das Kraftfutter aufnehmen? Ganz kurz, bevor hier abmoderiert wird. Mit dem Kramer. Du musst den raushauen und mit dem Kramer aufladen. Okay, okay. Das ist nur das Rohr, was vom Mischer in das Lager hier reinkommt. Mm, okay. Wunderbar. Habe ich angefangen? Yes. Gut. Sicher? Sicher. Ganz sicher? Ja, ja. Weil ich bin danach dran. Okay, gut. Ja. Ich möchte. Okay. Liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne bei den anderen zwei Jungs vorbeigucken. In der Videobeschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Bitte, ciao.